Alhamdulillah, 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 liebe Geschwister, wir haben den Ramadan erreicht. Alhamdulillah. Seine große Gnade. Die Prophetengefährten pflegten ein halbes Jahr vor Beginn des Ramadan darum zu bitten, dass sie ihn erreichen. Und Alhamdulillah, wir haben ihn erreicht. Und Alhamdulillah, die Moschee ist bereits zu Anfang voll. Alhamdulillah. Wir sehen also die Wirkung des Ramadan. Ja, wir sind durstig nach Koran und Sunna und Erinnerung. Deswegen darf ich bereits jetzt anmerken, dass die Geschwister etwas mehr, die Brüder etwas mehr in die Ecke hineingehen, damit es dann die zu spät kommen, leichter haben, einen Platz zu finden. Und solltet ihr eine Reihe dadurch verlieren, ja, weil ihr seid alle mit der Absicht hergekommen, in einer vorderen Reihe zu beten, Allah Ta'ala wird euch dies natürlich ersetzen, denn ihr werdet nach euren Absichten bewertet, aber damit der weitere Verlauf aufgrund der nicht idealen Räumlichkeit erleichtert wird, bitte ich euch darum, dass ihr etwas in die Ecke dort reinrückt, damit sowohl von diesem als auch von jenem Eingang die zu spät kommen oder zu spät kommenden leichter einen Platz finden. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Liebe Geschwister, wie werden wir diesen Ramadan verbringen? Allah Ta'ala, als er über den Ramadan sprach, leitete er ein: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran herabgesandt wurde, als Rechtleitung für die Menschen und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Darin, liebe Geschwister, liegt eine Betonung auf die Wichtigkeit des Korans. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Das heißt, das Erste, was Allah Ta'ala angesprochen hat, den Monat Ramadan einführend, vorstellend, war, dass es der Monat ist, in dem der Koran herabgesandt wurde. Subhanallah. Das heißt, wir brauchen eine engere, bessere Beziehung zum Koran. Alhamdulillah, wie so häufig in den ersten Tagen des Ramadan, ergeben sich dann auch einige Fragen, warum macht die eine Gemeinde dies so und die eine Rechtsschule es so, etc. Und wir lernen verschiedene Meinungsverschiedenheiten im Fiqh und meinen dann auch ganz gut Ahnung zu haben. Aber subhanallah, was ein guter Bruder letztens gesagt hat, wie viele von denen, die diskutieren, können überhaupt flüssig den Koran lesen? Und unsere Gedanken sind beschäftigt mit dem, was eigentlich die Gelehrten zu klären haben, aber nicht mit dem, was wir für uns zu erledigen haben, liebe Geschwister. Das heißt, das allererste, was wir uns vornehmen, wir wollen eine gute Beziehung zum Koran aufbauen. Wir wollen unsere Beziehung zum Koran verbessern. Wir wollen ihn lesen, wir wollen ihn im Original lesen, lernen, wir wollen ihn verstehen. Ja, und mittlerweile gibt es so viele gute Versteh-Videos auch zum Thema Koran. Ja, die bekanntesten wohl von unserem Ustaz Norman Ali Khan, der dann noch ein Team dahinter hat, was dann durch Zeichnungen die Inhalte verstehbarer bzw. besser merkbar macht. Wir können uns mit dem Koran beschäftigen, wir können uns mit ihm anfreunden, wir können mit ihm vertraut werden. Wir können ihn nicht nur verstehen lernen oder zu verstehen versuchen, wir können auch seine Botschaft in unser Leben integrieren, umsetzen, handeln, den Koran leben. Und es gab in den früheren Generationen viele derjenigen, über die man gesagt hat, das ist der Koran. Du willst den Koran sehen, das ist der Koran. Nicht lediglich beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der natürlich die vollkommenste Version des lebendigen Koran ist, aber dies, liebe Geschwister, wurde auch in Bezug auf andere gesagt. Das ist der Koran. Dass wir den Koran leben, in unser Leben bekommen und natürlich auch weitertragen. Und es gibt eine gewisse Dringlichkeit, eine Wichtigkeit in Bezug auf dessen, dass wir dem Koran näher kommen müssen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird am Tag des Gerichts
eine Klage erheben. Er wird sich beklagen. Allah Ta'ala hält diese Klage im Koran fest. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Und der Gesandte wird sprechen oder wird gesagt haben in Bezug auf das Wort Allahs, was in der Vergangenheit formuliert ist. Denn für Allah Ta'ala gibt es keinen Unterschied zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Ja? Dies sind Zeitebenen, die uns betreffen. Der Prophet wird sich also beklagen und wird sagen, O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran gemieden. Und Ibn al-Qayyim erführte dies aus, dass sich dies auch auf die Muslime bezieht, die, wie gesagt, den Koran nicht lesen, die den Koran, wenn sie ihn lesen, nicht versuchen zu verstehen. Das bezieht sich natürlich auch auf Araber. Ja? Und die das, was sie verstehen, nicht versuchen zu praktizieren. Sind wir also in dieser Klage mit dabei? Beklagt sich der Prophet über uns, sallallahu alaihi wasallam? Und der Monat Ramadan, liebe Geschwister, der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde, er soll uns eine Freundschaft zum Koran bescheren. Unsere Freundschaft stärken, unsere Verbindung stärken, liebe Geschwister. Was nehmen wir uns noch vor, liebe Geschwister? Wir wollen eine Charakterrevolution haben. Wir wollen das Beste, was in uns angelegt ist, entfalten. Viele von uns, jeder von uns, ist wie eine Raupe, die durchs Leben kriecht und nicht unbedingt schön anzusehen ist. Aber was sollte aus dieser Raupe werden? Was sollte aus dieser Raupe werden? Jeder Mensch hatte die Gelegenheit gehabt, Allah Ta'alas Rechtleitung anzunehmen. Jeder, der zumindest zur Rechenschaft gezogen wird. Und diejenigen, die belohnt werden, liebe Geschwister, sie haben ihr Dasein nicht beim Raupendasein belassen, sondern sie haben sich entwickelt. Und diejenigen, die verachtet und bestraft sein werden, das sind diejenigen, die einfach bei dem geblieben sind, ja, was ihnen ihre Impulse, ihre Triebe, ihre Instinkte mitgegeben haben. Ja? Asfala Safilin, ja, dem Niedrigsten des Niederen folgend. Und diese Verwandlung, liebe Geschwister, sie war bei vielen Prophetengefährten deutlich. Nicht bei allen unbedingt, Abu Bakr beispielsweise. Er war vorher auch bereits großartig gesegnet. Ja, und er trank niemals Alkohol, er warf sich niemals einer Götze gegenüber nieder, etc. Aber es gab andere, da wurde diese Wandlung deutlicher. Der Koran also als verändernde Kraft, dass wir den Koran als uns verändernde Kraft begreifen. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, مَنْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ زُورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طُعَامَهُ وَشَرَابَ. Wie Bukhari berichtete, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der sich des Falschen im Wort und der Umsetzung in der Tat und der Sünde im Allgemeinen nicht enthält, von dem verlangt Allah auch nicht, dass er sich des Essens und Trinkens gegenüber enthält. Und weiter sagte er, sallallahu alaihi wasallam, auch in einem Sahih Hadith von Imam Ahmad überliefert, رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صُيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرِ. Dass es so manchen Fastenden gibt, der als Ergebnis seines Fastens lediglich den Hunger hat. Und dass es so manchen Betenden gibt, der nachts betet, der von seinem Beten nichts hat, außer Schlaflosigkeit. Darum geht es also nicht, liebe Geschwister. Und es gab sogar, subhanallah, unter den großen Gelehrten, Al-Auza'i beispielsweise, solche, die gesagt haben, wer eine Sünde begeht, hat sein Fasten gebrochen. Subhanallah. Natürlich, die Mehrheit der Gelehrten hat das zurückgewiesen aufgrund starker Argumente. Auch Imam Ahmed hat gesagt dazu, Rahimahullah, ja, wer hätte denn ein gültiges Fasten? Ja, wenn die Sünde das Fasten bricht, ja, dann keiner würde von uns fasten. Wir wären ständig am Nachholen, etc.
Das heißt nicht, dass das als praktische Meinung für uns einen Wert hat, aber als spirituelle Lektion. Subhanallah, wir müssen von den Sünden fernbleiben. Und die früheren Generationen sagten auch, dass sich vom Essen und Trinken enthalten ist die geringste Stufe vom Fasten. Lediglich die geringste Stufe vom Fasten. Und was das auch unterstützt, liebe Geschwister, dass der Ramadan zur Charakterweiterentwicklung da ist, ist die Tatsache, dass derjenige, der aus Versehen aß und trank, und das kann auch richtig viel sein, bis er gesagt hat, Alhamdulillah und Astaghfirullah, dafür, dass ich die Sunna nicht befolgt habe, ja, noch während ich hungrig bin, aufzuhören mit dem Essen. Dass ich nicht die Sunna befolgt habe, ja, ein Drittel zum Atmen zu lassen. Ja, ein Drittel vom Magen möge gefüllt mit Nahrung sein, ein weiteres Drittel mit Trank und das restliche Drittel zum Atmen. Sogar die Person, die sich also den Bauch vollgehauen hat und dann am Ende sich erinnert, ah, subhanallah, ich faste doch. Was sagt der Prophet über ihn, sallallahu alaihi wasallam? Ja, die Person möge ihr Fasten fortsetzen, denn sie hat von Allah Ta'ala Essen und Trinken bekommen. Subhanallah. Möge das Fasten fortsetzen, denn sie hat Essen und Trinken bekommen von Allah. Das heißt, formell hat sie die Vorgabe gar nicht erfüllt, diese Person. Aber weil das aus Vergesslichkeit heraus geschehen ist und weil der Ramadan sowieso für Größeres da ist, Subhanallah, fastet die Person ganz normal weiter. Subhanallah. Wir müssen uns ins Visier nehmen. Unseren eigenen Charakter ins Visier nehmen. Wir müssen quasi wie die Finanzprüfung sein, wie die Qualitätsabteilung. Wir müssen uns selbst anschauen und uns zur Hilfe nehmen, unsere Geschwister, unsere Familienmitglieder zuallererst zu sagen, wo kann ich mich weiterentwickeln? Im Beruf, im Sport, in vielen Hobbys ist dies Standard. Man muss sich weiterentwickeln und man hat Nachhilfelehrer und psychologische Unterstützung etc. für die eigene Weiterentwicklung. Aber gehen wir mit uns so hart ins Gericht? Oder so konsequent ins Gericht? Mit welchen Absichten, mit welchen Vorsätzen haben wir den Ramadan denn gestartet? Ja, jeder, der sich im Fitnessstudio anmeldet, er hat Ziele. Immer diese zwei Ziele, ja, Muskelzunahme und Gewichtsreduktion. Ja. Andere, vielleicht noch speziellere, wollen mehr Ausdauer, wollen mehr Schnellkraft, wie auch immer. Aber sie kommen mit Zielen. Welche Ziele haben wir uns, was unsere Charakterweiterentwicklung anbelangt, vorgenommen? Was haben wir uns aufgeschrieben? Wie ernst haben wir uns dies genommen? Haben wir einen Kalender, ja, wo wir unsere Ramadanzeit planen? Arbeiten wir mit Managementinstrumenten? Ja, was mir sehr gut gefällt, sind diese vier Quadranten. Der eine ist dringend und wichtig. Das heißt, man fängt seinen Tag an, das, was dringend und wichtig ist. Und dann gibt es Dinge, die sind dringend, aber nicht wichtig. Den sollte man auch gegenüber eine gewisse Vorsicht haben. Weil nicht immer nur dringend, dringend, dringend und dann bleiben die wichtigen Dinge auf der Strecke. Man hat dann keine Zeit für die wichtigen Dinge gehabt. Und oftmals, liebe Geschwister, beschäftigen wir uns sogar mit Dingen, die sind nicht dringend, die sind auch nicht wichtig. Und auf der Strecke bleibt das, was wichtig ist, aber nicht dringend. Aber Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat uns einen Monat im Jahr gegeben, wo das Wichtige, aber von unserem Nafs her gesehen nicht Dringliche, nämlich die Charakterweiterentwicklung, in den Fokus kommt. Dafür ist der Ramadan da, liebe Geschwister. Dafür werden unsere gesamten Gewohnheiten auf den Kopf gestellt. Unser Essensrhythmus, unser Schlafrhythmus. Ja? Und das ist natürlich eine Sache, die mit körperlich Unangenehmen einhergeht. Aber unser Herz widerstrebt dem, was unser Trieb will und sagt, nein, ich esse nicht. Nein, ich trinke nicht. Ich bemühe mich jetzt zur Moschee. Ich versuche weniger zu schlafen. Ich versuche trotzdem am Ball zu bleiben, beruflich und schulisch, studentisch. Und das, subhanallah, lässt uns über unsere Triebseele hinauswachsen und gibt uns auch Kraft und Erfolgserlebnisse für das, was uns die weiteren 11 Monate erwartet.
wo teilweise der Shaitan nicht uns verlockt mit Wasser und Brot, sondern mit Alkohol und Drogen. Aber wir gehen gestärkt in diese Versuchung hinein, weil wir sagen, was ist das für eine billige Einladung? Ich kann auf Wasser und Brot verzichten. Warum soll ich jetzt einer solch billigen Verführung nachkommen? Was haben wir also für unsere charakterliche Weiterentwicklung uns vorgenommen? Beziehen wir andere mit ein? Haben wir Mama und Papa gefragt, Mama, Papa, sei ehrlich, so, wo muss ich noch an mir arbeiten? Unsere Lehrer, unsere Sozialarbeiter vom Jugendhaus und so weiter, unsere Trainer vom Verein, unsere guten Freunde, unsere Nachbarn vielleicht. Ja? Wo kann ich an mir arbeiten? Darum geht es, liebe Geschwister, im Ramadan. Wir werden, inshallah, viel beten. Fasten, inshallah, sowieso Standard. Wir werden, inshallah, sehr viel Gutes tun. Alles, weil wir den Kontakt mit Allah Ta'ala verbessern wollen. Stimmt's? Wir wollen den Kontakt mit Allah Ta'ala verbessern. Deswegen lesen wir sein ewiges Wort. Deswegen beten wir, deswegen fasten wir. Das ist unsere Absicht. Nicht, weil das Kultur ist, oder weil die meisten in unserem Umfeld das machen, sondern wir machen das für Allah. Wir machen das für Allah. Eine Sache müssen wir aber dabei beachten, liebe Geschwister. Allah Ta'ala hat seine Nähe auch an gewisse andere Bedingungen geknüpft. Lesen wir eine von diesen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala sagte auch in einem bekannten, authentischen Hadith, Allah Ta'ala sprach zur Verwandtschaftsbande. Er schuf die Verwandtschaftsbande und dann sprach er zu ihr das Folgende. Ala tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'ak. Allah Ta'ala sprach zur Verwandtschaftsbande, nachdem er sie erschaffen hat. Bist du damit zufrieden, dass ich den Kontakt zu demjenigen pflege oder halte, zu dem auch du deinen Kontakt pflegst und hältst? Und dass ich den Kontakt zu demjenigen abbreche, dass ich den Kontakt demjenigen gegenüber abbreche, der auch gegenüber dir den Kontakt abbricht. Und die Verwandtschaftsbande, liebe Geschwister, sie sagte, Bala, ja Rabbi, ja, mein Herr, damit bin ich zufrieden. Was sprach Allah Ta'ala? Was sprach Allah Ta'ala daraufhin? Fadaka, fadaki lak. Diese Sache ist für dich. Das heißt, wenn wir den Kontakt zu Allah Ta'ala wollen, liebe Geschwister, aber wir haben Kontakt zur Verwandtschaftsbande abgebrochen. Wir können sehr viel beten, wir können sehr viel fasten, wir können sehr viel Koran lesen, aber wir haben im Hinterkopf etwas, wir waren schlecht gegenüber Mama, unverschämt gegenüber Papa und die Tanten und die Onkel und Großvater und so weiter, Da müssen wir aufräumen, liebe Geschwister. Da müssen wir um Vergebung bitten. Da müssen wir die Beziehung wiederherstellen. Da müssen wir wieder Kontakt knüpfen. Über irgendeinen Weg, über irgendein Mittel. Und sei es mit einem sanften Anfang. Aber Hauptsache, dass wir den ersten Schritt, vielleicht der Stolzüberwindung, erreichten. Oder den ersten Schritt, manchmal ist man auch verletzt, dass wir diesen Schmerz, diese seelische Verletzung schlucken und sagen, oh Allah, bitte belohne mich dafür. Oh Allah, ich versuche den ersten Schritt zu machen. Und manchmal sind es kleine Gesten. Anruf, SMS, Brief, kleines Geschenk, Grüße ausrichten, mal kurz was vorbeibringen. Man hat nicht lange Zeit, man wollte kurz was vorbeibringen. Kleine erste Schritte, liebe Geschwister, um Verletzungen oder Stolz zu schlucken, damit man die Beziehung dort, wo sie abgebrochen war, wieder herrichtet, um Allah Ta'ala gegenüber näher zu kommen, subhanallah. Um den Kontakt Allah Ta'alas für einen sicherzustellen.
auch eine große Aufgabe. Ja, wir müssen das Ganze planen. Ja? Subhanallah. Vor ein paar Monaten war ich bei meiner Mutter gewesen und Amerikanerin und wir haben uns zusammen Super Bowl angeguckt. Ja? So habe ich mit meiner Mutter einen guten Abend verbracht. Ich weiß gar nicht mehr, wer gespielt hat. Das interessiert mich eigentlich nicht. Es war, wie gesagt, eine familiäre Sache. Aber Subhanallah, da sind Leute, da sind hochintelligente Menschen, die haben alle möglichen Tabellen und Statistiken und Aufstellungen, ja, und die sind, ja, als ob es um etwas Wichtiges geht. Es ist ein Spiel, es ist ein Spiel. Die haben alle möglichen, wie gesagt, Tabellen und Berechnungen und strategische Züge und Wahrscheinlichkeiten. Subhanallah. Haben wir einen Zettel? Es geht nur um einen Zettel, liebe Geschwister. Einen Zettel. Oder den Rand von einem, ja, von einem Dokument. Ja, wir tragen manchmal unsere Briefe in der Hosentasche und so weiter. Dass wir an den Rand mal aufschreiben, wem wir gegenüber, ja, die Beziehung wiederherstellen müssen. Was wir vielleicht tun können, um dies zu machen und zu erreichen. Durch welche Gesten, durch welche Taten. Wem sind wir was schuldig? Oder durch welche Beziehungsherstellung kommen wir Allah Ta'ala wieder näher? In Bezug auf die Charaktereigenschaften, die wir entwickeln wollen, den Sünden, denen wir aus dem Weg gehen wollen, ja, die Stärken, die in uns drin sind, dass wir sie, ja, herausholen, entfalten. Haben wir so etwas? Ja, diese, ja, wegen einem Kinderspiel gibt es ganze Bücher und Werke und Statistiken. Ja, und aber in Bezug auf uns, Subhanallah, wie ernst nehmen wir das? Wie ernst nehmen wir das? Wenn diese Personen Muslime werden würden, Subhanallah, ja, die würden sich die Werke von Ibn al-Qayyim und al-Ghazali und wie sie alle heißen, schnappen, durchlesen und auswerten und Tabellen für sich selbst erstellen, ja, und Subhanallah, innerhalb, ja, von, ja, man sagt, in 0, nix wären das andere Menschen. Weil die diese Instrumente, die sie für ein Kinderspiel benutzen, benutzen sie dann für die wahren Dinge im Leben, Subhanallah. Lass uns mit einem Zettel anfangen, liebe Geschwister, ja, den wir vielleicht so in der Brusttasche tragen, wo wir vielleicht das eine oder andere mal hinzufügen. Oder wir nutzen die Notizfunktion in unserem Handy. Ja? Zwei Tabellen. Eine Tabelle für unseren Charakter und die andere Tabelle dafür, ja, was wir in der Familie alles wem gegenüber wieder verbessern können. Und jetzt noch eine Aufgabe, liebe Geschwister. Ja, wir sind heute am Aufgaben erinnern, am Aufgaben verteilen. Ich erinnere mich auch daran. Ja? Liebe Geschwister, es bleibt nicht nur bei der Familie. Alhamdulillah, das ist das, was Allah Ta'ala für uns wollte. Wenn er das für uns will, dann nehmen wir das als liebgemeinte Herausforderung. Ja? Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُوا صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبْرًا. Drei Personengruppen, deren Gebet Allah Ta'ala nicht eine Handspanne über ihrem Kopf hochhebt. Also dass es dann über den sieben Himmeln angenommen wird. Ja, das Gebet will hoch, aber ist blockiert. Ja, kommt keine Handbreit hoch. Wisst ihr, wer zu diesen drei Gruppen zählt, liebe Geschwister? Zwei verstrittene Brüder. Ja, und ihr wisst, die, ja, in der Mu'minuna Ikhwa, ja, alle Mu'minun sind Geschwister. Und wenn zwei Geschwister miteinander verstritten sind, voneinander getrennt sind, ja, die Gebete wollen hochsteigen. Viele Gebete warten drauf, hochzusteigen. Das kennt ihr vielleicht noch, wenn man das Handy aufmacht, nachdem es lange Zeit ausgeschaltet gewesen ist, und dann kommen die ganzen SMS oder Nachrichten, ding, 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 ding. Die haben darauf gewartet, bis das Netz wieder frei war und das Handy an. Wie viele von unseren Gebeten, liebe Geschwister, warten drauf, von über den sieben Himmeln angenommen zu werden? Aber sie sind gesendet, aber kommen nicht weiter, kommen keine Handbreit weiter. Warum? Weil wir uns getrennt haben von Geschwistern, weil wir auseinandergegangen sind. Wie gesagt, es geht um kleine erste Schritte.
kann erstmal eine Art Rund-SMS sein, ja, Rund-Nachricht. So. Liebe Geschwister, liebe Brüder, aber dass man vielleicht den Kontakt wieder aufgebaut hat. Jemanden grüßt, über jemanden gut spricht, im Herzen vielleicht schon, ja, das, was Sportler machen, oh, in der Situation werde ich dies und das machen, ja, dass man das in Bezug auf charakterliche Eigenschaften macht, in Bezug auf Gesten, Verhaltensweisen. Ah, wenn ich den Bruder sehe, ich werde lächeln. Ja? Wenn ich den Bruder sehe, ich werde auf ihn zugehen, ihm die Hand ausstrecken, ja? Gesegneten Ramadan wünschen. Ja? Weil ansonsten, was, ja, was stehen wir hier nachts rum? Dann lasst uns schlafen, liebe Geschwister. Dann sind wir wenigstens nicht schlaflos. Aber nein, wir wollen beten und wir wollen aber auch, dass diese Gebete angenommen werden. Deshalb müssen wir die Beziehung zueinander verbessern, liebe Geschwister. Und lasst uns wie derjenige sein, über den der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Bessere von den zwei Zerstrittenen derjenige ist, der mit dem Friedensgruß anfängt, mit Assalamu alaikum. Was sagt Allah Ta'ala in Bezug auf den Ramadan? Was sagt Allah Ta'ala in Bezug auf den Ramadan und in Bezug auf das, was wir uns vorzunehmen haben? وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Auf dass ihr Allah Ta'ala als den Größten preist und auf dass ihr dankbar sein möget. Das sind also zwei Zielsetzungen vom Ramadan. Allahu Akbar im Herzen tragen und dankbar sein, liebe Geschwister. Warum ist es wichtig, dankbar zu sein? Wie Ibn al-Battal sagte, Allah Ta'ala hat gewisse Eigenschaften, die der Mensch in seinem menschenmöglichen Rahmen selbst in sich zu erziehen hat. Und Ashukr, liebe Geschwister, gehört dazu. Allah Ta'ala sagt in Bezug auf sich im Koran, وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Ja, dass Allah Ta'ala dankbar und wissend ist und dass er vergebend und dankbar ist. Im Sinne von, dass er die guten Taten von uns belohnt. Und es ist, subhanallah, in einem Vers sogar als Sinn des Lebens bezeichnet worden, dankbar zu sein. Allah Ta'ala sagt in Surat An-Nahl in der 16. Sure, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht, während ihr nichts wusstet. Und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein möget. All dies, liebe Geschwister, auf das wir Allah Ta'ala gegenüber dankbar sein mögen. Vielleicht wollen wir noch eine dritte Liste machen, liebe Geschwister. Einen dritten Zettel. Was, wofür wir Allah Ta'ala dankbar sein müssen? Obwohl Allah Ta'ala im Koran sagt, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr Allah Ta'alas Gaben aufzählen würdet, ihr könntet sie nicht umfassen. Aber das ist kein Verbot, dass man die Gaben aufzählt, sondern lediglich, dass man ihm nicht gegenüber genug dankbar sein kann. Und es war einer der Propheten, der gesagt hat, oh Allah, wie kann ich dir dankbar sein, wo doch mein Dankbarsein wieder erfordert, dass ich nochmal dir gegenüber dankbar zu sein habe. Und Allah Ta'ala sagte zu diesem Propheten, Ibn Kathir hat das erwähnt, das ist der wahre Dank, dass du das einsiehst. Und subhanallah, mir persönlich, ja, wir alle, wir haben einen inneren Schweinehund in uns drin. Manchmal, man ist eine Memme, manchmal flennt man rum, manchmal fühlt man sich irgendwie, ja, nicht richtig voller Tatendrang. Ich habe mir sowas gemacht, ja, so das, was mich rührt, was Allah Ta'ala mir geschenkt hat. Und das lese ich mir durch und danach denke ich mir, subhanallah, jetzt sei kein undankbarer Diener, ja. Und es gibt einem Kraft. Dankbarkeit, liebe Geschwister, ist eine unheimliche Kraft. Die kann durch nichts aufgehalten werden. Weil man schämt sich dann auch so im positiven Sinne, ah, subhanallah, dass Allah Ta'ala an mich gedacht hat, mich kleine Ameise und weniger, und dass er mir dieses Geschenk gegeben hat, was mich so glücklich macht. Ja? Das gibt einem Energie, Ibadah auszuüben.
Das gibt eine besondere Energie, Ibadah auszuüben. Deswegen empfehle ich euch eine dritte Liste, das, wofür wir dankbar zu sein haben. Das ist wirklich eine, ja, es gibt einem richtig Energie. Das ist wie so ein Espresso, ja, wenn man ihn braucht. Ja, dann kriegt man so Koffeinschub. Ihr merkt, ja, wir fasten, wir denken an lauter Getränke und Essen. Und nun, liebe Geschwister, sind wir wieder bei dem, wo wir vorher waren, nämlich bei unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Nicht dankbar Allah Ta'ala gegenüber ist derjenige, der auch nicht dankbar gegenüber den Menschen ist. Die Gelehrten haben das auf zwei Arten erklärt. Die eine ist, dass wer es nicht gewohnheitsmäßig, also wer nicht gewohnheitsmäßig anderen Menschen gegenüber Dank erweist, der kann Allah auch nicht gegenüber Dank erweisen. Man muss das als Grundeigenschaft haben, Danke zu sagen und Danke zu tun. Im Islam wird auch Danke getan, nicht nur gesagt. Ja? Man kann auch danken durch die Tat, ohne etwas zu sagen. Das ist sogar ausdruckskräftiger. Ja? Man tut also den Dank im Islam, vor allem. Wer das aber nicht gegenüber den Menschen tut, der wird auch Allah Ta'ala gegenüber nicht dankbar sein können. Und die andere Auslegung der Gelehrten war, dass wer durchaus Allah Ta'ala dankbar ist, die Person ist Allah Ta'ala gegenüber dankbar, die ist Allah Ta'ala nicht gegenüber undankbar. Aber weil sie nicht gegenüber den anderen Menschen dankbar ist, weil sie gegenüber den Menschen nicht dankbar ist, nimmt Allah Ta'ala diesen Dank nicht an. So oder so, liebe Geschwister, Danke sagen. Vielleicht können wir das eine auch mit dem anderen kombinieren. Ja? Vielleicht haben wir irgendeinen Onkel, der uns auf die Nerven gegangen ist und der uns auch beleidigt hat und verletzt hat. Aber irgendwas Gutes hat er bestimmt getan. Ja, man kann ihm das schicken, man kann ihm, ja, kann ihn kontaktieren und sagen, ey Onkel, damals hast du mich, weiß ich nicht, einmal zum Fußballspiel genommen oder damals hast du mir irgendwas geschenkt und danke. Ja, so, ich habe daran denken müssen. Ja, ich wollte dir nur Danke sagen. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Auf dass ihr Allah Ta'ala als den Größten preist, dass er euch recht leitete. Liebe Geschwister, passiert es uns nicht manchmal, dass wir denken, oh, wie kann die Person nicht beten? Ich bete doch. Ja? Wie kann diese und jene Person diese und jene Sünde machen? Geht doch gar nicht. Ja? Oder wie kann man nicht diese und jene gute Tat tun? Geht doch gar nicht. Und wir beziehen unser gutes Leben oder unsere gute Tat auf uns selbst, anstatt dafür dankbar zu sein, dass Allah Ta'ala uns recht geleitet hat. Allah Ta'ala will uns, liebe Geschwister, vermitteln, dass wir durchaus jeder Mensch hier auf dieser Erde sein könnten. Ja? Diejenigen, die schlimm sündigen, diejenigen, die die dümmsten Sachen tun, das könnten alles wir sein. Ja, das könnte unsere Raupe sein, wenn Allah Ta'ala uns nicht zum Schmetterling-Dasein recht geleitet hätte. Das ist alles in uns drin. Es gibt keine Sünde, die wir nicht begehen könnten. Oder keine Dummheit, zu der wir nicht fähig wären. Aber wenn Allah Ta'ala uns schützt und uns recht leitet, Alhamdulillah, dann sind wir geschützt und recht geleitet. Aber wir können nicht sagen, ja, ich bin. Ja, was bist du? Du bist nichts, du bist gar nichts. Und dieses Ich bin, wer hat das als erster gesagt? Ana khairum min. Das sagte Iblis. Er sagte, ich bin besser als Adam, ich werfe mich nicht nieder. Und wo war er vorher? Er war der geehrte Diener von Allah Ta'ala. Er war mit den Engeln zusammen, diente Allah Ta'ala mit den Engeln zusammen. Eine große Ehre, ja, quasi auch eine Beförderung, eine Auszeichnung. Aber subhanallah, was brachte ihn von diesem ehrenvollen Platz in den Zustand, in dem er jetzt ist? Ja? Der Hoffnungslose, er ist ja, der Scheitan, der hat jegliche Hoffnung auf Allah Ta'ala berechtigt verloren. Weil er Allah Ta'ala auch nicht um Vergebung gebeten hat, sondern er wollte einfach nur Aufschub, um diejenigen, die sich gegen Allah entscheiden, irreführen zu dürfen. Das ist ein billiger Deal, schlimmer Deal. Ja? Das war der Hochmut gewesen, liebe Geschwister. War nicht demütig gewesen. Er hat gedacht, er wär's. Ich bin besser. Anstatt zu sagen, oh Allah, du hast mich zu diesen gottesdienstlichen Handlungen, die ein Befehl von dir sind, recht geleitet. Jetzt befiehlst du mir etwas anderes und jedem Nachkommen eines Befehls ist Gottesdienst. Klar werfe ich mich Adam nieder. Er hätte ja auch fragen können, warum. Ja? Ist nicht verboten.
Ja, also tu es und dann frag, welchen Sinn hat das gehabt? Vielleicht gibt dir Allah eine Antwort, vielleicht aber auch nicht. Aber darum ging es ihm nicht, sondern er war hochmütig gewesen, liebe Geschwister. Es ging nicht um Wissensdurst, überhaupt nicht. Er war hochmütig gewesen. Und das soll auch uns, liebe Geschwister, auch die, die wir vielleicht jetzt, wie gesagt, viel fasten und beten und Gutes tun, ja, die Rechtleitung, liebe Geschwister, kommt einzig und allein von Allah Ta'ala. Das lernen wir auch aus der Geschichte von Qarun, ja, der Reiche aus dem Volk Musas, der Schleimer vom Pharao war, ja. Der dachte, er ist reich, weil er diese Ahnung hat. Er sagte, innama utituhu ala ilmin indi. Ja, diese Schätze sind mir nur, ja, gegeben worden, weil ich so viel Ahnung habe. Ja, anstatt zu sagen, Allah gab mir diese Schätze, und dann wäre ich schon beim zweiten Schritt. Warum eigentlich? Oh, es ist eine Prüfung, damit muss ich also Gutes auch tun. Ja, aber nee, wahrscheinlich, weil er die Konsequenz fürchtete, vor der Erkenntnis, dass die Gaben von Allah Ta'ala kommen, wollte er es gar nicht einsehen, dass die Gaben von Allah Ta'ala kommen. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten, liebe Geschwister. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wie den Ramadan verbringen. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Diejenigen, die Iman haben und Gutes tun, werden wir ganz gewiss ihre böse Taten tilgen und ihnen ganz gewiss das Beste vergelten von dem, was sie taten. Liebe Geschwister, der Ramadan ist dafür da, beste Taten zu vollbringen, nach denen Allah Ta'ala einen dann am Tag des Gerichts bewertet. Wir wollen nicht nur so Durchschnittsmuslime sein, mit Durchschnittstaten. Wir wollen auch Großartiges vollbringen, liebe Geschwister, besondere Taten haben, über unser normales Pensum hinausgehen. Und da können wir, liebe Geschwister, sehr viel Gutes tun. Und Jabir ibn Abdullah, er sagte auch, mache deinen Fastentag nicht wie jeden anderen. Das heißt, unser Tagesablauf soll nicht derselbe bleiben, bloß noch zusätzlich fasten, sondern wir sollen auch unseren Tagesablauf noch mit besonderen Taten schmücken. Darum geht es, liebe Geschwister. Und ich habe einen kritischen Vorschlag, liebe Geschwister. Viele von unseren Müttern und Großmüttern verbringen im Ramadan mehr Zeit in der Küche und mit all dem, was damit verbunden ist, an Einkäufen und Saubermachen und Bedienen und Dekoration und Kochen, als außerhalb des Ramadans. Und gleichzeitig, liebe Geschwister, die gesamte muslimische Gastronomie, die auch auf Alkoholeinnahmen verzichtet, ja, die mehr Geld für das Halalfleisch ausgibt, ja, die haben etwas weniger Einnahmen, weil einige Muslime halt tagsüber dann sie halt nicht beehren können. Die Zeit von unseren Müttern, von unseren Großmüttern, auch wenn sie das gerne tun, die ist kostbar und gerade im Ramadan. Ja? Bestellt bei der Halal-Pizzeria, beim Halal bestellt das Essen. Habt Zeit mit der Familie. Schaltet den Fernseher aus. Verbringt wieder Zeit miteinander. Ja? Das ist eine gute Tat, liebe Geschwister, die viele von unseren Familien nötig haben. Ja, weil einige von diesen Kostbarkeiten, subhanallah, vielleicht kann man die einmal im Leben essen. Und dann ist auch schon gut. Aber nicht, subhanallah, jeden Tag und nicht irgendwie mit einer Regelmäßigkeit. Weil das ist Verschwendung, liebe Geschwister. Verschwendung von wertvollster Zeit im Ramadan und wertvoller Zeit außerhalb des Ramadan. Weiter, liebe Geschwister, als Empfehlung, weil auch wir in einer Gesellschaft leben, die dieses Thema komplett aus dem Leben verdrängt. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Nahaytukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkira. Er sagte, ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen, doch nun besucht sie, denn darin liegt eine Ermahnung, darin liegt eine Lektion. Wir wissen, es gibt verschiedene Auffassungen dazu, ob Frauen auch die Gräber besuchen
sollen, manche verbieten das, manche erlauben das, manche gehen einen Zwischenweg und sagen, es ist nicht so erwünscht, aber möglich. Möglich ist, dass Al-Qurtubi das beste Wort zu dieser Sache gesprochen hat, als er sagte, dass es darum geht, dass die Frauen nicht häufig die Gräber besuchen sollen, weil der Hadith auch gesagt hat, dass es um die Zawarat geht, also um die häufig, diejenigen, die häufig, die Frauen, die häufig die Gräber besuchen, das ist, wie gesagt, verboten. Und natürlich müssen sie sich auch emotional, akida-technisch im Griff haben und jetzt nicht sagen, oh, mein Versorger ist gestorben oder so. Und wir wissen, Allah Ta'ala ist der Versorger. Ja, aber die Frau, die fest in der Akida gegründet ist und die keine emotionalen Ausbrüche wird zu befürchten haben, auch die soll regelmäßig, nicht häufig, aber regelmäßig die Gräber besuchen. Und liebe Geschwister, dass das, was ich an Begräbnissen erlebt habe, an inneren Ereignissen, ja, und auch in den Gesichtern der Besuchenden, subhanallah, ja, das ist unersetzbar. Das ist nicht durch 30 Tage lang den Ramadan, also nachts durchbeten oder tagsüber fasten, zu ersetzen. Das ist eine spezielle Lektion für sich, die Gräber zu besuchen, ja, die Tafeln zu lesen, ja, geboren 1990, geboren, ja, 2005, geboren dann und dann, ja, und wir sehen subhanallah, ja, und irgendwelche Professor, Doktor, sonst irgendwas, ja, und dann sagt man, ja, subhanallah, aber wo ist er jetzt, ja? Das ist eine sehr wichtige, ja, und wir haben viele muslimische Geschwister, die bereits vorgegangen sind, wir werden nachkommen, also die bereits ins Jenseits vorgegangen sind, die warten darauf, dass wir sie auch besuchen und Bittgebete für sie sprechen, ja. Der Friedhof Heiligenstock ist der wohl sehr gut erreichbar ist, von der Konstablerwache, glaube ich, mit dem 30er-Bus bis zur Endstation. Und da, wie gesagt, ist auch ein muslimisches Grabfeld und es lohnt sich, dieses und natürlich auch die anderen zu besuchen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, es wurde über ihn berichtet, dass er der großzügigste Mensch war und im Ramadan übertraf er sogar sich selbst. Ja? Das können wir also verknüpfen mit, wir machen einen Familienabend, wir kochen nicht, wir bestellen und dann, alhamdulillah, haben wir Qualitätszeit. Fernseher aus, ja, die schuftenden Hände der Küche geschont und dann kommen wir mal als Familie zusammen, trinken ein bisschen Tee und tauschen uns aus, wie geht's uns, was wollen wir für die Zukunft, erzählen ein bisschen was aus der Vergangenheit, haben einen liebevollen Abend miteinander, gehen danach vielleicht noch zum Tarawih-Gebet, ja. Aber in dem Moment, wo Familienleben, wo es an Familienleben mangelt, liebe Geschwister, ist die Herstellung des Familienlebens wieder eine Pflicht. Und Tarawih ist wundervoll. Wundervoll, alhamdulillah. Ja, da muss man unbedingt hin. Ja? Aber es ist immer noch eine freiwillige Angelegenheit. Immer noch eine freiwillige Angelegenheit. Liebe Geschwister, wir haben auch eine besondere Aktion der erzieherischen Wirkung wegen, dass wir einen Becher fürs Fastenbrechen und fürs Essen verwenden und später auch Mehrwegbecher hier haben, damit wir das islamische Gebot des Nichtverschwendens, ja, in uns auch erziehen. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَافُورًا. Und handelt nicht verschwenderisch. Gewiss, die Verschwender sind die Brüder der Satane. Und der Satan ist gegenüber seinem Herrn sehr undankbar. Sehr undankbar. Gut, liebe Geschwister, die Zeit ist wieder sehr schnell vorangeschritten. Ja Allah, ja Allah, ja Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Allah, bitte nimm die Märtyrer in Palästina in deine Gärten auf, O Allah, Allahumma amin. O Allah, bitte lass uns einen gesegneten Ramadan verbringen. Lass uns unsere Gebete verfestigen, O Allah, unsere Sehnsucht diesen gegenüber und lass uns als Familien, als Gemeinde näher rücken und zusammenkommen und dir auch näher kommen, O Allah, Allahumma amin, und eine gute Beziehung zum Koran aufbauen und diese noch verbessern, Allahumma amin. Bitte, O Allah, lasse uns diesen Monat erleben und uns deine Vergebung aufgrund deiner Barmherzigkeit zukommen. O Allah, bitte gib uns alles, was der Prophet Muhammad von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin.